Das war jetzt so eine halbe Panikreaktion vor der roten Flamme. Aber hat ja irgendwie auch funktioniert, so ein bisschen. Meine Bomben bin ich ja rangekommen. Komm schon. Ich will die aus der Ferne töten. Einfacher als aus der Nähe. Oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Chill mal eine Runde. Ihr müsst nicht immer so hyperaktiv rumhüpfen. Ich verstehe eure Sorgen und Ängste. Nicht. Töte sie lieber. Ja, haben wir es bald? Danke. Bombe. Und wir gehen nach oben. Spinnen bangen sich anscheinend gerade. Sehr schön. Na komm. Lassen wir der Kreativität freien Lauf. Nein. Da unten. Lululu. Ich liebe Äpfel mehr als du. Lululu. Oh, X-Ray Vision. Irgendwie bekomme ich nur Müll durchs Wechseln. Das ist traurig. Nein. Böse Spinne. Diesmal nicht. Nein. Okay, lecker, lecker. Gehen wir durch. Das gehen wir es. Zwei Pillen. Hat sich gelohnt. Bad Gas und Balls of Steel. Setze ich gleich rein. Oh, die trollen mich. Die machen doch wirklich einen Scheißhaufen kaputt. Und lassen die Fliegen einfach mal frei. Das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich das Mittelstück entfernt. So. Haben wir den Raum auch geschafft? Ja, Entschuldigung wegen dem Schnupfen. Ich weiß auch nicht, woher das immer kommt. Das kommt immer nur beim LP. Das auch nicht überall, sondern meistens irgendwie bei Isaac oder so. Ist auch so eine Art Phänomen, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber lässt sich irgendwie nicht so ganz ändern. Und da habe ich schon wieder einfach den Stein weggebasht. So funktioniert es. Jetzt bashen wir die Bomben über den Rand. Ja. Weil ich einfach mal mit einer Bombe alles hier frei mache. Yay. Zwei, drei. Wo ist denn bitte der Shop jetzt? Sondern werde ich ungeduldig. Ach, ich sollte erst auf die Karte schauen, dann meinen Satz zu Ende bringen. Der Shop ist ja hier. Das Spiel weiß halt, was ich will. Und wo ist die Spinne gerade direkt in den Stachel geworfen worden? Ist ja voll asozial. Ah, Greed, nein! Ich hab's geahnt. Warum bitte Greed? Das hab ich dir angetan, Spiel. Ich bin doch heute voll nett. Fick dich, Wal, fick dich, Delfin. Nein, stirb. 50% Steam Sale. Da sag ich doch nicht nein, das nehme ich einfach mit. Und dann verpasse ich der Ursula mal einen Tritt. Wer ist die Ursula? Das fragt ihr euch bestimmt. Ja, das ist diese komische, die bei der USK mitbestimmt. Oh ja, Kirchenglocken. Oh mein Gott. Damage Up, Steven. Endlich, wir haben ein Damage Upgrade. Und wir haben einen kleinen Knubbel am Kopf, der voll freundlich aussieht. Und PhD, bessere Pillen. Nehme ich die mit? Die ist eigentlich ja relativ gut, das Item. Ich entscheide mich spontan. Es sind noch immer einige Räume zu erkunden. Und einige Bossräume, wie zwei Stück. Hallo Handy. Ja, ich muss echt mal mein Handy ausstellen beim LP. Das habe ich aber auch, sag ich auch schon seit gefühlt 20 Jahren. Habe ich noch nie gemacht. Also, ich sage es jetzt mal wieder, aber es wird sicherlich nicht mehr passieren. Nee, ist aber was Wichtigeres eigentlich. Aber ich mache einfach mal mit dem LP weiter. Weil ich ja so nett bin. Oh, zwei Leute, zwei! Habt ihr schon mal zwei gehabt in einem Raum? Wow, ich habe noch nie zwei goldene Scheißehaufen.
Yes! Money, money, money! Money, money! Ist viel besser als kein Money zu haben. Okay, ein Raum wieder zum Wechseln. Ja, genau, das ist rechts der Bossraum jetzt. Problematisch, problematisch in der Ecke. Nein, nein, nein. Oh. Halleluja. Ja, hat sich gebackt. Sehr schön. Danke, dass du reingesprungen bist. So. Kriegen wir das mit der Bombe hin? Mit dem Felsen? Ja. Bombe für Bombe. Ich habe sie jetzt nicht eingesammelt. Das gibt's ja gar nicht. Sinnlos. So, egal was für ein Item kommt, ich muss es nehmen, weil ich krieg nicht noch ein zweites. Ich krieg jetzt nicht noch einmal das Changen hin. Jetzt die Frage, bleiben wir bei besseren Pillen oder nehmen wir das neue Item mit? So, was wir dann gewechselt bekommen. Ich könnte noch beim Boss-Item was wechseln. Oh, schwer. Auf jeden Fall, ich kann nur noch einmal. Ja, okay, ich nehme die besseren Pillen mit. Sie sieht noch ein bisschen stylischer aus hier. Okay, darauf achte ich jetzt natürlich nicht. Ich habe jetzt zwei Boss-Items. Das heißt, da ist die Chance zu hören, dass ich Müll bekomme. Zum Beispiel den Pageant Boy für Geld, was das wohl Sinnloseste ist, was ich bekommen könnte. Naja. Aber ich kann ja wechseln, habe ich jetzt das Glück. Oh, The Fallen. Gib mir dein Demon-Upgrade. Bitch. Ja komm, mach dein Laser. Lasers. Oh, keine Lasers. Oh, immer noch keine Lasers. Komm schon, Lasers! Oh. Mach deine Laser! Geht doch. Jetzt sind zwei. Doppelte Problematik! Lasers, komm schon! Ja, hat mich auch noch getroffen. Hat mich auch noch getroffen. Laser 1. Immer noch nur ein Laser. Jetzt gleich kommen sie. Jetzt gleich kommen beide. Laserbeam 1 und 2 ist nicht mehr drin. Gut. Oh, knappe Geschichte. Du bist ja ein Böser hier. Oh, Brother Bobby schießt ein bisschen mit. Nein. Wir nehmen natürlich Dick in the Box mit. Haha, nein. So. The Love, es gibt nur zwei Herzen. Warte, ich setze mal kurz Boards of Steel ein. Dann haben wir hier eine random gute Pille. Tears up. Wir haben hier den Fischkopf, wo ich gerade nicht mehr wusste, was er tut. Und wir haben The Law, was auf uns zwei Herzen gibt. Also, sehr gute Runde. Bin ich froh, dass ich Dings mitgenommen habe. Die besseren Pillen. Yes, einer ist instant gestorben. Stirb! Yes! Nur die kleinen nervigen weißen Viecher. No offense here. No Rassismus. Nochmal letzter. Und wir haben nochmal Leben bekommen, auch sehr schön. Also, eine gute Bossrunde. Würde ich sagen, gehen wir runter. In die Tiefe Nummer 1. Und diesmal kein Labyrinth. Yes! Ich stehe nicht auf Labyrinth, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was andere immer so toll daran finden. Es gibt auch manche, die feiern das immer voll ab, wenn sie Labyrinth bekommen. Ich mag das nicht. Ich habe lieber einzelne Stufen mit einzelnen Bosskämpfen und bla bla bla. Ich fühle mich sonst immer so genötigt. Tod und... Tod. Herz. Nein! Meine Hassgegner. Absolute Hassgegner. Haha, getrollt. Nein, die sind schlau. Du bist auch ein Spasti. Ja, kommt. Stirb, stirb. Also mit Bomben und Blast-Damage, das ist relativ easy. Mehr oder weniger halt. Ihr seid mir ganz brutal aggressiv hier. Das gibt's ja gar nicht. Das geht ja nicht.
Das könnte doch nichts bringen. So. Für ein Herz. Na, ich habe auch kein Leben verloren. Also ist ja nicht schlimm. Opferungsraum. Wenn wir jetzt mal nicht unbedingt benutzen, macht ja nicht so unbedingt viel Sinn. Das macht schon mehr Sinn. Genau wie der Raum da oben. Der macht sehr viel Sinn. Wir haben zwei Bücher. Yes! Necronomicon setze ich mal eben ein. Jetzt ist die Frage. Das Book of Revelations. Schwere Sache. Auf jeden Fall schon mal eingesetzt. Bevor ich... Da will ich das Book mitnehmen? Ich habe jetzt einfach gedrückt. Nein, ich bekomme natürlich nur Bücher hier dann. So eine Scheiße. Buch der Schatten benutzen. Das Kochbuch benutzen. Blub, 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 blub. So hat den Sinn, wenn man den Sachen benutzt, Items benutzt, dann kommen sie nicht wieder. In der Bücherei ist ganz nützlich. Ich glaube, im nächsten Anlauf kommen nochmal zwei und dann kommen normale Items daraus. Das ist natürlich verdammt nochmal geil. Ja, natürlich, lutscht doch eure Schwänze in der Hölle. Nein. Nein. Schlüssel. Sehr schön. So, riskieren wir das mal. Oh no, ich mache jetzt nur ganz kurz. Oh, lutscht! Sie geht natürlich kaputt. So wie ich es geplant habe. Oh, wie kann das denn jetzt sein? Wie kann die einfach kaputt gehen beim ersten Mal? Ist ja nicht mehr nett. Überhaupt nicht nett. Eins, zwei und Katschinka und nein, 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 du rennst mir jetzt nicht davon oder fliegst mir davon und du bist auch tot. Oh, der hat sich automatisch abgetrennt, ist ja hardcore. Hatte ich gerade so eine blaue Fliege kurzzeitig, kann das sein? Oder woher kam das jetzt? Ich hatte doch gerade eine kurzzeitig blaue Fliege gehabt, oder habe ich mir das eingebildet? Ich tippe auf Ersteres, aber naja. Okay, schnell wieder zum Bücherladen. Oder Bücherei. Jetzt einfach mal Bücherladen. Hört sich irgendwie lustiger an. Oder auch nicht lustiger. Ich weiß ja, ihr habt ja keinen Humor oder so. Ihr seid ja voll, ne? Voller Hardcore. Und nochmal zwei Bücher. Telepathie für Dummies. Und The Book of Sin. Für eine Münze. Nom nom nom. So, im nächsten Anlauf dürften keine Bücher mehr kommen. Würde mich sehr verwundern. Habe ich gerade das Schloss da aufgemacht? Irgendwie? Ich weiß nicht. Es wäre lame gewesen, wenn ich rauskommen wäre und das Schloss geht auf. Oh, das, ja, das können wir uns auch sparen. Uns fehlt so oder so noch der Itemraum und der Shop. Beides. Im Shop will ich was einkaufen, definitiv. Den Shop kaufe ich gleich leer. So viele Items, wie ich habe, ist ja nicht mehr feierlich. So viel Geld, wie ich habe, ist ja nicht mehr feierlich. Nein. Merk schon, wie er springt, die kleinen komischen Hesslots. Hesslots! Ja, natürlich trifft mich die Fliege. Ja, da schon wieder eine blaue. Wo kommen die blauen? Oh, Laser! Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen harzen. Hätte ich Arbeit, müsste ich früh aufstehen. Lass mich noch ein bisschen harzen. Der ist nicht Ken White Titty. Kann ich nur empfehlen. Und teilweise sehr, sehr geile Lieder. Oh, wieder eine unbekannte Pille. Das geht jetzt Health ab. Full Health. Scheiße. Natürlich zum nicht richtigen Zeitpunkt.